Hallihallo, Hallöchen und ein ganz herzliches Willkommen zu Mal ein Spezial. Ja, ich habe mich doch dazu entschlossen, doch noch ein Horrorspiel zu spielen, obwohl Halloween jetzt schon vorbei ist. Trotzdem könnten wir das mal machen, bin ich der Meinung. Das Spiel heißt Hausmeister. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Nur, dass wir anscheinend einen Hausmeister spielen, gehe ich mal ganz stark von aus. Das wurde mir irgendwann mal vorgeschlagen bei Steam. Keine Ahnung warum. Es sah schlecht aus. Schon wie so ein. Wie soll ich das sagen? Aber tatsächlich waren die Bewertungen gar nicht so schlecht. So. Das heißt, wir werden uns jetzt einfach mal daran machen und den Job als Hausmeister annehmen. Ja, die Grafik sieht wirklich schlecht aus. Aber gut, heißt ja noch nichts. Ist ja jetzt noch nicht dramatisch. Wach auf. Bin ich da schon oder nicht? Hallo? Oh. Ah, jetzt kann ich mich drehen. Oh Gott, ist die. Oh mein Gott. Was ist das? Oh, sag mal, ich muss mal ganz kurz. Crouch-C. Oh, da hat jemand an der Tür geklingelt. Warum macht er das? Wieso ist das hier so eng? Ja, ich komme sofort, wenn ich mich durch die. Hallo? Ja, ich bin doch schon dabei. Ich quäl mich voran. Hallo. Bin gleich da. Der Weg ist so lang anscheinend. Ich weiß auch nicht. Oh. Was sind das für Hände? Das alleine ist ja schon Horror. Ja. Vielleicht, wenn ich crouche? Nein. Ih, was ist das denn? Das nicht schon gruselig aussieht, dann weiß ich auch nicht. Oh. Ohne Scheiß, ich drücke hier W, wie ich möchte, aber es passiert nichts. Wenn ich W gedrückt lasse, passiert genau das. Jetzt tipple ich W und dann kommen wir wenigstens ein bisschen voran. Das Ding macht mir Angst. Ich meine, wer mich kennt, der weiß, dass ich ein Riesenschisser bin. Oh! Ich habe es geschafft, fast. Jetzt auch nicht, ich muss. Nicht das. Scheint nicht. Hallo? F, Notizen. Schlüssel. Ach, ich muss auch noch die einzelnen Schlüssel ausprobieren. Echt nicht, ne? Oh nein, warum schiebt mich die Tür denn weg? Hallo? Ansprechen. Der Keller ist überflutet. Ein Rohr muss kaputt sein. Aha. Kann ich jetzt vielleicht. Oh, sag mal, was ist denn das? Das kann doch nicht sein. Ah, oder kann das sein, ich habe noch den PlayStation-Controller angeschlossen? Kann das vielleicht sein? Ja, es kann sein. Gut, dann. Okay, spielen wir mit dem PlayStation-Controller. Wobei ich es hasse, mit Controller zu spielen. Sowas zumindestens. Wie sehen wir denn aus? Also keine Schönheit auf jeden Fall. Gut, kann ich vielleicht. Was passiert, wenn ich jetzt den Controller abmache? Was passiert dann? Ich kann laufen. Warum ist da jetzt das Licht aus? Ganz genau. Weiß was. Ich will hier noch mal ein bisschen. Aber das Ding macht das. Guck mal, es ist durchsichtig. Warum ist das durchsichtig? Ja, es ist aber schön, dass die Lichtschalter beleuchtet sind. Das sollte man sowieso mal einführen, ne? Ist gar keine so schlechte Idee. Wobei, wenn du Stromausfall hast, bringen dir auch die beleuchteten Lichtschalter nichts mehr. Also was haben wir denn da noch schön im, ist das Salz? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Milch.
Vielleicht auch Joghurt. Und das sieht so ein bisschen aus wie Honig oder Joghurt. Joghurt. Oder Marmelade. Kann man nichts nehmen, okay. Wir können schön alles aufmachen, das mag ich. Was ist das? Aha. Oh Gott, leck mich fett. Warum fängt das schon so an? Das ist doch Kacke. Damit rechnet doch keiner. Kann ich das anziehen? Nö. Ist auch schön, dass wir nur einen Sakko da im Schrank drin haben, ne? Ich rechne damit, wenn ich jetzt die Türen zumache, dass hier irgendwas passiert. Ah, das war's. Ist doch fies. Wenn das jetzt so weitergeht, ne? Ich will das nicht. In meiner eigenen Wohnung geht das schon los. Wie fies ist das denn? Kann ich mich nicht hinsetzen und ein bisschen Fernsehen gucken? Nein, wir müssen unseren Job erledigen, glaube ich, ne? Oh, ich kann das Fenster aufmachen. Ach. Mal ein bisschen durchlüften hier, ne? Das Ding ist gruselig. Kann ich alle Fenster aufmachen? Man merkt, ich drücke mich so ein bisschen davor, in den Flur zu gehen, ne? So, einmal hier einen Durchzug machen, ne? Morgens einmal Stoßlüften, so muss das sein. Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn wir die Fenster auflassen. Komisch ist aber, guck mal, wenn ich hier so durch. Oh nee, warum ist das möglich? Sieht aber aus, als wenn da das Licht noch an ist. Jetzt ist das Licht aus. Ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht. Was passiert da? Ah, okay. Es geht nur das Licht an. Okay. Unsere Tür mal zu, ne? So, damit auch keine bösen Geister reinkommen. Lass uns rausgehen. Wir gehen jetzt, ne? Also ich will halt ungern in den Keller, ne? Tatsächlich. Laufen kann ich nicht. Das ist gut, dann ist es vielleicht schon kein Verfolgungsspiel. Das sind nämlich genau die Horrorspiele, die ich nicht mag, wenn man verfolgt wird. Ja, lieber ein paar schöne Jumpscares. Das sind auch die Filme, die ich tatsächlich am liebsten mag. Rasenmäher. Warum? Passt auch nur ein Rasenmäher rein. Oder kann ich laufen? Warte. Nein, sieht nicht so aus. Aber ich kann ranzoomen. Oh, dramatische Kamera. Was ist das? Hört ihr das? Ja, okay. Ich glaube, der Hausmeister muss mal ein bisschen aufräumen auf dem Müllplatz. So, warum geht da jetzt das Licht an? Warum ist das Licht schon wieder aus? Ich will das nicht. Oh, warum geht das auch so langsam auf? Was ist denn das? Oh Gott, warum tut man das? Ach, das ist bestimmt hier so ein Drückschalter. Ah. So ein Zeitlichtgedöns. Dass das mit der Zeit halt wieder ausgeht. So wie man das kennt, so auf solchen Treppenflüren. Wer ist das? Und warum ist sie da? Ist das die Tante? Ich muss ja leider hingehen, ne? Ja, es ist sie. Hi. Guten Tag. Sprechen. Aha. Wo ist denn hier Wasser? Ach so. Stehe ich jetzt hier im Wasser? Keine Ahnung. Warum ist das hier so dunkel? Nichts mitmachen? Doch, einklappen, okay. Wir müssen mal sehen, wie ich hier sitze. Echt mit eingekniffenen Augen oder zusammengekniffenen Augen. Ich sehe nichts. Deswegen.
Ich habe gedacht, dir passiert mal was. Nö. Repariere das Leck im Waschraum und Keller. Mach den Abfluss frei. Aber wie? Hab ich? Warte mal. Wir haben eine Taschenlampe. Ha! Da gehen wir doch mal. Ich hoffe, die Taschenlampe hat unendlich Akku. Lockert auf jeden Fall. Socke. Warum ist das Licht schon wieder aus? Wie macht das nicht besser? Da ist das Leck, okay. Wie auch immer wir das repariert haben. Das geht schon. Kann ich ja schon mal gleich vorher den Schalter anmachen? Oder nicht? Interagieren. So, guck mal, bist du jetzt zufrieden? Ist alles wieder schick hier unten. Ah. Steht da auch einfach im Dunkeln, ne? Sie ist weg. Natürlich ist sie weg. Was passiert jetzt? Dass hier auch absolut gar kein Fenster ist, ne? Hier, den Keller machen wir wieder zu. Also das macht... Nee, das finde ich nicht gut. So. Das war ein anstrengender Tag. Kann ich die Flashlight wieder ausmachen? Hausmeister. Ding dong. Ist jemand da? Das Ding ist noch da, okay. Ich will hier nicht rein. Das Spiel erwartet doch, dass ich hier reingehe, oder nicht? Das Spiel hat doch jetzt irgendwas auf Lager und garantiert. Ich weiß, ich bin Schisser. Dieses Ding. Das ist bestimmt nur ein Regenmantel oder so, aber es ist trotzdem unangenehm. So. Was könnten wir denn noch so anstellen? Wo kommst du denn her? Und wer bist du? Und wie dünn bist du? Ei. Lauf nicht im Dunkeln rum. Und schließ die Tür ab. Hast du noch was zu sagen? Nein. Aber sie sagt das Gleiche, wie wir auch schon gesagt haben. Wo kommt die her? Wir gehen hier hinterher. Kann ich mit rein? Nee, schade, kann ich nicht. Jetzt auch was gewesen. Hallo? Und hier jemand? Ich muss einmal kurz lüften, ne? Hallo? Das muss auch komisch sein. Darf ich mal kurz bei Ihnen? Kann ich nicht rein? Nein? Okay. Doch, kann ich. Schön haben Sie es hier, ja. Ich muss einmal, ich bin der Hausmeister. Ich muss ja einmal was gucken. Sie haben aber verdammt viele Bilder hier hängen, ja. Sie müssen einmal lüften, bitte, ja. Was macht die da? Sitzt die hier immer am Fenster und guckt raus, oder was? Ist das so eine Fensteroma? Ha. Dass die Leute hier nicht lüften, ne? Hi, na? Aber hier komme ich nicht rein, ist abgeschlossen, wa? Komme ich jetzt eigentlich wieder raus, ist die größere Frage. Ja, okay. Kann ich auch in den Kühlschrank gucken? Nein. Ha. Licht an. So. Ich verstehe nicht, warum die Leute hier so im Dunkeln rumsitzen können. Okay. Was macht dein Hausmeister denn noch so am Tag? Außer rumlaufen und die Bewohner belästigen. Moin. Er hat uns nichts zu sagen. Kann ich mal in ihre Wohnung rein? Nein, kann ich nicht. Okay. Das ist ja schade. Sehr schade. Es geht noch weiter hoch. Oh je.
Aber wir haben auch anscheinend Probleme, die Treppen zu steigen. Oh Gott, leck mich, lass das! Warum? Geht das nicht? Was ist das? Warum? Nein, warum geht das Licht aus? Was ist denn das? Warum ist das so? Was soll denn das? So, geh nach draußen, schau nach, ob dort Müll aufgehoben liegt. Was? Geh nach draußen, schau nach, ob dort Müll zum Aufheben liegt. Ja, dann macht das auch Sinn. Ich möchte erstmal dem dort oben auf den Grund gehen. Was war das? Jetzt kann ich das anscheinend drücken. Oh nee. Ich gehe nach draußen, das ist mein Job. Nach draußen zu gehen und dort Müll aufzuheben, ne? Ja. So, hier draußen ist schön, ist hell. Ja. So, wir machen das Licht wieder aus. So, guck mal, hier können wir Müll. Oh, ist das Kotze? Nee, es sind Blätter, glaube ich. Gut. Dann ist ja gut. So, wie können wir hier denn Müll aufheben? Was hat das zu bedeuten, dass genau in dieser Mülltonne nur die Fliegen umschwirren oder genau an dieser Mülltonne die Fliegen umschwirren? So, da müsste jetzt eigentlich hier oben. Ich höre mal Geräusche. Entweder bilde ich sie mir ein. Ich weiß auch nicht. Wie kann ich denn hier mal irgendwie. So. Drücke C und B auf dem Gamepad. Witzig. Aber wir crouchen mal so. Da muss ich. Ah, okay, im Crouchen müssen wir das aufsammeln. Okay, alles klar. Macht man im Crouchen. Man kann sich auch nicht bücken, ne? Ist schon schwierig, wenn man sich nicht bücken kann. So. Die Blätter soll man nicht aufsammeln. Hat man nicht normalerweise immer so eine Zange zum Müll sammeln? Würde ich jetzt mal so behaupten, oder? War das jetzt einfach nur, dass ich den Job erledigt habe, oder was war das für ein tolles Geräusch? Warum leuchtet das auch schon wieder? Und was ist das? Ach, das ist eine Bank, glaube ich, ne? In diesem wunderschönen Pixel-Look sieht das merkwürdig aus. So, wir sollen F drücken. Es wird Zeit, die Fenster, was? Im Putzen, im Treppenhaus und in den Ge Gängen zu putzen. Also, der Job eines Hausmeisters, ne? Und da sehen wir jetzt bestimmt die eine Tante, die da an dem Fenster steht. Gut, also hier muss ich, glaube ich, keine Fenster putzen. Dass das Licht so schnell auch wieder ausgeht. Das finde ich gar nicht mal so gut. Oh, das war ja einfach. Kann ich nebenbei noch die Flashlight vielleicht anmachen? Vielleicht gar nicht so verkehrt. Ich traue dem Frieden nämlich nicht so. Dü-dü-dü. Aber hier war noch nichts, ne? Nee, hier haben wir nur das Fenster aufgemacht. Ich wollte gerade sagen, ich drehe mich langsam um. Und dann machen wir hier nochmal das Licht an. Der Jumpscare war bestimmt jetzt für diese Aufgabe bedacht. Da hat bestimmt keiner mit gerechnet. Da könntest du da bitte verschwinden. Ich mache erst das Fenster hier, ne? So. Ich würde gerne das Fenster dort hinten putzen. Warum steht die da? Das ist doch Kacke. Ich will da nicht hin. Hallo, kann ich bitte mit Ihnen. Kann ich da bitte hin? Danke, das wäre voll nett.
Genau, jetzt ist sie weg. Natürlich ist sie jetzt weg. Ich höre doch hier was. Kann ich mal kurz mit Ihnen sprechen? Ach, sie wohnt hier. Ach. Hallo, ja. Schön ist auch, dass die wirklich an die Tür gehen, ne? Was ist hier, was ich die gehört habe? Also, guck mal, da fehlt auch schon das halbe Klingelschild. Geht keiner an die Tür, okay. Na gut, ich will nicht runtergehen. Ich weiß, da erwartet uns wieder etwas. Ja, ich glaube, die Taschenlampe wird unser bester Freund werden. Ich habe die Tür nicht zugemacht. Habe ich die Tür nicht zugemacht oder war die? Ist die jetzt auch. Oh Gott, warum steht die da? Hallo. Na? Bist schon ein bisschen gruselig, weißt du das? Kann ich meine Tür bitte zumachen? Das wäre echt voll nett. Kann ich anscheinend nicht. Danke. Naja, schönen Tag noch. Tschüss. Steht die da vor meiner Tür? Will die was von mir oder was? Oder warum belästigt die mich? Bring die Sprühflasche zurück zur Putzkammer. Ach, unbedingt. Naja, Ordnung muss sein, ne? Bleibst da schön stehen, ne? Ja. Schön stehen bleiben da. So, ich mach die Putzkammer auf. Oh, hier ist schön Licht. Das ist gut. Das mag ich. Die mag ich nicht. Also, weiß nicht. Das ist nicht meine Freundin, du. Wir haben gerade nichts zu tun, okay. Dann bleibt uns ja nichts anderes, als die da zu verscheuchen, oder was? Die Leute im Apartment 1B sind zu laut. Kümmern Sie sich darum, okay. Ich guck noch mal rein. Hat die hier irgendwas angestellt? Die Toilette dreckig hinterlassen oder so? Ich werde mich mindestens noch einmal davor erschrecken. So, wir sollen die Fen Türen abschließen, hat sie auf jeden Fall gesagt, die eine Tante. Zack, Tür zu. Kommt keiner in mein Apartment rein. So, 1B, ne? Oder B1. Ist hier jemand? Ist hier B? Nee, doch. B1. Ich stehe doch nicht direkt davor. Bin ich denn? Entschuldigen Sie. Hallo? Ich habe geschlafen, aber wenn du schon mal da bist. Kannst du mir einen Gefallen sagen und sag dem Typen aus C2, dass er nicht auf seine Kartons auf seinem. Ach so, dass er nicht seine Kartons auf seinen Parkplatz werfen soll. Okay. Wer ist denn jetzt C2? Wenn das der Job des Hausmeisters ist, dann habe ich da auch schon keine Lust mehr drauf. C1. Ich muss hoch, ne? Ah, jetzt weiß ich auch, wie das aufgeteilt ist. Hier unten ist 1 und oben ist 2. Da geht's nach ABC. Aha. Ja, ich bin begeistert. C2, ne? Ich will nicht direkt vor der Tür stehen. Wo bin ich denn? Meine Kartons, tut mir leid, aber ich kann nicht schwer heben. Ich habe meine Verletzung zugezogen. Kannst du dich darum kümmern? Hier hast du meinen Kellerschlüssel. Was? Um was soll ich mich kümmern? Ich will nicht in seinen Keller. Warum soll ich jetzt plötzlich? Ich will gar nicht in den Keller. Und welcher Hausmeister macht diesen Job? Wieso ist die Tür auf? Ich die aufgemacht?
Setzen sie auf, lassen wir sie zu, ich lasse sie zu. Die eine Tante hat gesagt, mach immer die Tür zu. Schließ sie immer schön ab. Also machen wir das auch. Oh, ich will nicht in den Keller. Ne? In wessens Keller sollen wir jetzt? C2. Er hat den Schlüssel dafür gegeben. Suche in der Garage. Garage? Nach dem Umzugskarton und bring ihn dann in C2 Kellerabteil. Welche Garage? Warum haben die nicht wie in jedem normalen Haus auch immer um die Haustüren rum, Wohnungstüren rum, Lichtschalter? So, ich würde gerne mal wissen, wo die Garage ist, ne? Ich habe keine Ahnung. Gehen wir hier lang zur Garage? Könnte sein. Hier ist auf jeden Fall schon mal der die Fahrradgeschichte. Okay. Das ist aber ein ganz schön langer Weg und das ist ein Riesenhaus. Alter Verwalter. Aber die eine Tante ist echt gruselig, ne? Muss ich sagen. Oh, schön mit Tiefgarage, klar. Und natürlich ist es dort dunkel. Das? Geh noch langsamer auf, gar kein Problem. Warum bringt meine Taschenlampe nichts? Was ist das denn? Es ist ja richtig dunkel hier. Lesen. Wo sind denn jetzt seine Kartons? Und warum soll ich jetzt in die Garage? Ich fühle mich viel zu sehr in Sicherheit gerade, ne? Da kommt gleich wieder irgendwas. Och, ne, warum geht denn das Licht aus? Nein. Licht geht doch nicht immer aus. Suche in der Garage nach dem Umzugskarton. Ja. Kann ich das ausstellen? Nein. Okay. Wenn ich das berühre oder was? Nee. Was ist das? Warum ist hier ein Gang? Warum? Warum? Ach, da kommt man in den Keller. Ach Mensch, das ist ja praktisch. Aber die Garage ist ja eindeutig hier. Da sind wir uns ja, glaube ich, einig, ne? So. Ich finde nur keine Umzugskartons. Es ist sehr dunkel hier. Licht, warum gehst du immer aus? Mach das doch nicht. Also, ob ich die Taschenlampe jetzt anhabe, ne? Ah. Nimm mal doch die. Ja, genau. Jetzt können wir ganz genau nichts sehen. Jetzt sind wir natürlich auch voll langsam. Schön. Hoffentlich fällt mir gleich vor Schreck nicht der Karton aus der Hand. Das scheint schwer zu sein. Welchen Karton, welche... Ach so, wir können mit dem Karton... Okay, der Karton bleibt da und wir crouchen. C2. A. B. E. Nein, ich guck nicht nach. A. Natürlich geht jetzt das Licht aus, aber wir machen erstmal das Licht wieder an. Wir können es nur nicht drehen, oder? Doch.
Wir haben doch C2. Schlüssel, ah. Ja, toll. Schnell raus aus dem Keller. Und Tür zu. So, was ist denn unser nächster Job? Bring den Kellerschlüssel unbedingt wieder zurück. Hier, den Raum mag ich eigentlich ganz gerne. Der ist immer hell und so. Hier schließe ich mich ein, okay? Hier war bisher noch niemand drin. Selbst in meiner Wohnung war schon jemand. Beziehungsweise gab es kein Jumpscare, aber es gab ein Vieh. Was in der Wohnung rumgeturnt ist. So, C2, ne? Also noch ein weiter höher. Ich trau dem Spiel nicht. Oh, dieses Licht. Dieser dramatische Effekt. Ich steh mal noch nicht vor der Tür. Mag ich nicht. Hallo, hier ist dann. Kann ich mal bei dir? Ne, geht auch bei mir. So, F. Für heute ist alles erledigt. Begib dich zurück in deine Wohnung. Oh, nee. Ich weiß was. Also, ich weiß nicht, was mich da erwartet, aber ich habe Befürchtungen, was mich da erwartet. Hier ist schön. Mach alle Lichter aus, bevor du schlafen gehst. Kann ich. Ist das abgeschlossen? Nein, ist es nämlich nicht. Kann ich nicht. Schlüssel. Ja, toll. Kann nicht abschließen. Mach alle Lichter aus, sagt er. Aha. So. Muss ich alle Lichter ausmachen? Das ist doch jetzt nicht gut. Mag ich nicht. Ich mag Licht. Generell. So. Was ist das? Was ist da? Aha. Ich kann die Tür nicht zumachen, ne? Gut, dann muss die Tür wohl leider aufbleiben. Ins Bett. Oh nee, es gibt. Oh nee. Sieh zu, schlaf, schlaf, bitte schlaf. Schlafen. Schneller schlafen. Was ist denn das? Hallo, Süße. Was machst du denn hier? Ist auch nicht gruselig, dass du hier in der Wohnung stehst. Nein. So, erstmal machen wir das. Wie, Licht geht nicht. Der Strom ist aus dem gesamten Gebäude. Schau mal nach dem Sicherungskasten. Ja, ich wollte gerade sagen, dafür müsstest du aber vielleicht... Och, nö. Warum sagt die mir das? Und warum klingelt die nicht einfach? Ich mag keinen Stromausfall. Komm, wir machen die Tür wieder zu. Der Sicherungskasten ist doch garantiert im Keller. Wo soll er denn sonst sein? Kann er nicht hier sein? Nein, anscheinend nicht. Doch, ich habe ihn, glaube ich, gesehen im Keller ganz hinten durch, ne? Keller. Alles klar. Guck nach unten. So, ich weiß, der ist ganz hinten durch. Genau. Und jetzt? Was ist denn jetzt das Problem? Die Sicherung fehlt. Was? Geht zur Putzkammer? Oh, nö. So. Ja, nein.
Interessiert mich nicht. Warum krieg ich die Tür nicht auf? Was ist denn das? Ich will das nicht. Was ist das? Wer war das? Was ist das? Achso, das ist dieser Raum. Oh, ich finde mich hier nicht zurecht. Irgendwo die Garage. Ach, die Garage geht ja nur offen. Wo muss ich hin? Wer hat geschrien? Tschüss zu, ne? Oh, ich habe natürlich auch den Schlüssel nicht mitgenommen. Scheiße. Ja, nun? Was machen wir nun? Oh, hier ist der Waschraum. Diese Taschenlampe, ne? Die hätte ich schon lange ausgetauscht. An seiner Stelle als Hausmeister. Was ist das hier für ein Raum? Betropft es da? Sagen, es ist der Heizungsraum, aber es tropft und leckt hier überall. Ich habe auch keine Ahnung, wie wir hier wieder rauskommen, ne? So wirklich. Hier kommen wir nur zur Garage, aber zur Garage kommen wir ja nicht. Beziehungsweise aus der Garage kommen wir nicht raus. Das funktioniert. Der Garagenschlüssel ist im Heizungskeller. Es ist ja schön, dass da ein Schlüssel, dass da Zettel ist. Wo wird auf den. Ich finde mich hier nicht zurecht. Ne? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Bin ich richtig? Ich weiß es nicht. Anscheinend. Einfach nur den Schlüssel mitnehmen müssen, ne? Oh. Das ist hier der Schlüssel. Ich finde das hier nicht so schön, ne? Aber hier waren wir doch schon. Ich hätte gerne eine bessere Taschenlampe. Machen wir die Tür zu? Ja. Ich geht natürlich nicht. Echt jetzt, ne? So, dann müssen wir hier mal wieder hin. So, zur Garage natürlich. Das surrt immer noch. Warte, Schlüssel, zack, Schlüssel. Hä? Ich hab doch einen Schlüssel. Garagenschlüssel. Schlüssel benötigt, Notstromversorgung. Ich weiß nicht, haben wir das schon? Es ist sehr unangenehm, das Geräusch, aber wir haben doch hier schon. Ja, Schlüssel, zack. Ein Schlüssel. Gut, dann. Ich meine, wir kommen ja raus. Mitten in der Nacht, ne? Und natürlich regnet das. Was soll's auch sonst tun? So.
Wollen wir mal einen Schluck trinken? Also ich glaube, hier nach diesen ganzen Vorfällen, ne, würde ich meinen Job kündigen. Was sind das für Geräusche? Und warum gibt es eine Notstrom? Ja, genau. Und warum funktioniert das Licht? Das muss doch jetzt auch keiner verstehen, oder? Ja, ganz bestimmt gucke ich. So, zack. Finden wir denn hier was Schönes? Tür wieder zumachen, ne? Da hat jemand irgendwie Asthma oder so, ich weiß es nicht. So, wo finden wir denn hier die Sicherung? Perfekt. Müssen wir wieder außen rum gehen oder können wir hier lang gehen? Ach, jetzt geht das, okay. Und wieder nach unten gucken, nicht vergessen. Dann kriegt man nämlich am meisten mit. Ach nö, was ist das denn jetzt? Echt nicht? Aha. Okay. Keine Ahnung, was das Spiel von mir will. So muss es doch eigentlich. Nee. So rum? Also das und das können wir anscheinend nicht mehr bewegen. Das heißt, es scheint seine Richtigkeit zu haben. Das hier. Ich habe auch gleich keine Lust, mich nochmal umzudrehen, wenn ich ehrlich bin, ne? Wenn das Licht wieder angeht, aber. Gut, ist das überhaupt richtig? Ach, ich kann ja ranzoomen. Dafür kann ich ranzoomen. Aber guck mal, rein theoretisch so ist doch grün auf grün, aber das soll nicht so sein anscheinend. Also mit dem können wir nichts mehr machen, mit dem auch nicht. Ach, mit dem jetzt plötzlich auch nicht mehr, okay. Jetzt kommt der. Ich habe keine Ahnung. Das Spiel von mir verlangt. Also wenn die nicht so ein kompliziertes Sicherungssystem hätten, ne? Dann, würden wir auch wesentlich schneller hier wieder Strom haben. Aber man muss das ja alles so kompliziert machen. Was machst du denn zum Beispiel mit dem Typen, der unbedingt Strom hier Luft brauchte? Wobei, das funktioniert bestimmt auch ohne Strom. Der mir da ganz freundlich in den Nacken geatmet hat, hätte ich fast gesagt. Keiner hinter mir. Okay, das finde ich sehr sympathisch von den Mietern, dass gerade keiner hinter mir steht. Das hört sich aber auch anders an, als ich das gedacht hätte. So. Was willst du von mir, Spiel? Also. So, dass eventuell da unten ist blau. Grün. Das so haben. Ich habe keine Ahnung, was du von mir willst, Spiel. Rein theoretisch ist ja, wenn das gegenüber liegen soll, so rum.
Aber es rastet ja auch irgendwie nicht ein. Steck die neuen Sicherungen in die richtigen Stellen des Sicherungskastens. Naja, in die richtigen Stellen kann ich das nicht stecken, weil ich kann hier nichts anklicken. Ich kann das nicht nehmen und verschieben oder so. Geht nicht. Ach, jetzt, jetzt ist es eingerastet. Okay. Jetzt wird das hier wieder genauso witzig. Achso, ist eingerastet. Okay. Kann er doch nichts machen. Ich habe auch keine Ahnung, was ich richtig oder was ich falsch gemacht habe. So ganz. Hier oben haben wir ja auch keine Sicherung mehr, ne? Nein. Die noch. Die noch. Die. Ach, jetzt. Ich glaube, jetzt. Aha. Die hier, ne? Ja. So vielleicht. So macht ja auch keinen Sinn eigentlich. Wobei, das macht alles keinen Sinn so richtig, weil... Mal hier ist blau. Blau ist eigentlich da unter, aber blau führt jetzt dorthin und blau ist eigentlich da, aber da, das macht alles keinen Sinn, meiner Meinung nach. Na gut. Aber die anderen kann ich auch nicht mehr bewegen. Also irgendwas scheint da ja richtig gelaufen zu sein. Zack. 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 Ne, irgendwie. Ja, ich habe keine Ahnung, was das Spiel da von mir möchte. Vielleicht einmal kurz wirken lassen. Komischerweise hat es dann immer geklappt, wenn das einmal kurz. Ja, so. Ich habe keine Ahnung, was man dann da so. So. Nee, aber den kann ich immer noch bewegen. Hm. Oh. Niest hier mein Hund, weißt du, und. Ich erschreck mich. Kann er doch nicht machen. Das macht für mich jetzt nicht wirklich viel Sinn. Ach, jetzt. Nee, doch nicht. Ich würde euch ja gern die Sicherungen reinmachen. Das ist ja alles gar kein Problem, ne? Wenn sich das Spiel nicht so anstellen würde. Ich finde. Das macht ja auch keinen Sinn. Guck mal, das hier können wir alles nicht mehr drehen. Das macht auch keinen Sinn.
Ich verstehe den Sinn dahinter nicht, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht ist es auch was völlig Offensichtliches. Aha. Ich habe jetzt keine Ahnung, aber irgendwie scheint das richtig zu sein. Aha. Gut, das können wir alles nicht mehr bewegen. Ich hoffe, das ist richtig. Okay, ich habe keine Ahnung, wie das jetzt zusammenhing. Yay, Licht. Und hier einmal durchlaufen. Schatten sieht aber auch schon ein bisschen merkwürdig aus, ne? Geräusch? Leg dich wieder schlafen. Oh ja, unbedingt. Ganz ruhig. Einmal klingeln. Ist da jemand? Nicht, dass wieder jemand plötzlich in unserer Wohnung steht. Mach alle Lichter aus. Ja, aber ich mache jetzt garantiert. Wie alle Lichter ausmachen. Ich guck nicht nach. Nein. Da schnarcht jemand. Mehr wird nicht passiert sein. Ich will da nicht hingucken. Nein, nein, ich guck hier hin. So, schön einschlafen. Ja. Komm, schlaf schneller ein, bitte. Dankeschön. So, lass bitte nächsten Morgen sein. Auf. Hi, na? Oh, die ist auch gar nicht gruselig oder so. Warum habe ich die Fenster aufgelassen eigentlich? Steht die jetzt da? Auf jeden Fall das Licht an. Badezimmer. Konnte ich mich vorher auch schon so klar sehen? Ich glaube, das will ich jetzt an der Taschenlampe, ne? So, was machen wir denn jetzt? Du musst heute den Rasen mähen. Ah, deswegen. Ja, klar, und die Tante. Weißt du was, ich mache jetzt die Fenster zu. Hier wird nicht mehr gelüftet, das ist viel zu kalt draußen. Da starrt nur die Tante hier immer ins Zimmer rein, ne? Das will ich ja jetzt auch nicht unbedingt. Ist heute jemand in meinem Schrank? Nein. Wundert mich. So, und das Ding, ne? Das ist doch darauf ausgelegt, dass man sich jedes Mal davor erschreckt. Ist das Fenster auch zu? Ja, sehr gut. Aber dass er sich auch nicht mal abends nochmal auf die Couch setzt, ne? Ein bisschen Fernsehen guckt oder so. So, ach, wie schön, wie ich das vermisst habe, diesen dunklen Flur. Brauche auch nicht das Licht an. Nee, nee. So, Rasen mähen müssen wir. Ja, die Tante ist weg, ne? Achso, stimmt, da ist die Wohnung, wo wir die Fenster aufgemacht haben. Hat nur noch gefehlt, dass die dort im Schrank steht, weißt du? Aha, das müssen wir machen. Okay. Einmal Rasen mähen. Möchte dort nicht mal jemand ja, was ist denn das? Bettlaken abnehmen? Ich gleich mal irgendwie ein Schreiben schicken.
dass derjenige mal sein Bettlaken da abnehmen soll. Das ist ja nicht schön. Aha, das hört sich an, als wenn wir das abgeschlossen haben. Ich würde aber gerne noch diesen komischen Grasbüschel da vorne wegmachen. Und zwar den hier. Da ist auch niemand in meiner Wohnung, ne? Nein. So soll das sein. Kann ich den Rasenmäher nicht wenigstens ausmachen? Eine riesengroße Ranke. So. Und zack, wieder rein dort. So. Was ist denn jetzt unser Job? Hol den Handfeger aus der Putzkammer und fege die Blätter vor dem Haus auf. Mit dem Handfeger, okay. Handfeger. Nicht? Danke. Klack, klack, klack. Ich hoffe, heute Nacht kommt nicht wieder ein Stromausfall, ne? Oh Gott! Jetzt mag ich den Raum nicht mehr. Warum? Warum macht man das? Oh, ich krieg doch einen Herzinfarkt. So, zack. Crouchen. Zack. Zack. Ist hier irgendwie noch ein Blättchen? Ja, guck mal. Zwei, eins und zwei. Da sind auch noch Blätterchen. Zack. Mal hier direkt auf dem Weg ist auch noch ein Blätterchen. Zack. Den Job haben wir erledigt. Zack. So. Ach so, crouchen. So. Bring den Handfeger zurück in die Putzkammer und gehe dann in die Wohnung zurück. In welche Wohnung? In meine Wohnung? Schön finde ich ja echt, dass dieses Licht immer angeht, ne? Und es wird auch nochmal irgendwann garantiert damit zu tun haben, hier mit diesem Licht, ne, was dann ja so Stück für Stück angeht. Da wird bestimmt nochmal irgendwas kommen. In die Wohnung zurück. Jetzt fühle ich mich hier nirgendwo mehr wohl, nicht mal mehr in meinem Raum. Atmet hier wieder jemand schwer? Hä? Was war das? Ein lautes Geräusch kam aus dem Garten. Ich kann aus dem Fenster gucken, oder? Muss ich das riesen Regencape jetzt annehmen? Oh Gott, was ist das? Ich bin begeistert. Ach nee. Aber jetzt hat er seinen Einsatz. Ich frag mich jetzt, ob ich auch so hätte rausgehen können. Jetzt muss ich so machen, ne? Der Entwickler ist auch gar nicht so doof. Der Sturm hat einen Ast vom Baum gerissen. Schmeiße den Ast in den Komposter. Welchen Ast? Den. Oh nö, wo ist denn der Komposter? Der ist so langsam. Aber wo ist der Komposter? Ach nee, der ist hier vorne, ne? Ah, stimmt. Ich guck einfach so. Sehe ich nichts.
Warum geht man auch bei Gewitter raus? Das kann man alles nach dem Gewitter machen. Jeder weiß, dass man bei Gewitter nicht rausgehen sollte. Jetzt ist der Ast da drauf. Was ist jetzt? Nichts. Aha. Dicht, danke. Auf. Dieses Bettlaken, ne? Warum? Bewohner 1D, können Sie bitte hochkommen? Bei mir in D1 tropft das Wasser von der Decke. Wenn ich nicht möchte... Ich mache trotzdem wieder die Tür zu. Nicht, dass da wieder diese komische Gruseltante vor dem... vor meiner Haustür steht und ich Angst haben muss. Ich habe doch da eindeutig was gehört. Guck nicht. Das ist D1? Das ist A1, okay. Zum Glück habe ich mich jetzt nicht erschreckt. So, das ist C hier hinten. Ach, das ist hier die Tante, glaube ich, ne? Die Oma. Wo wir die ganzen Fenster aufgerissen haben, ne? Ja, hi. Guten Tag. Hier tropft es, wie Sie sehen können. So, machen wir hier mal wieder die Tür. Kann ich die Tür zumachen, bitte? Sag nicht. Ist ja auch noch mal jemand anderes hier. Ah, die Tür ist nicht zu. Was ist das für eine mysteriöse Tür? Können Sie hoch zu D2 gehen und nachsehen, warum es von oben tropft? Nee, eigentlich nicht gerne, aber muss ich ja. Ich mag so schon kein Gewitter. Und dann noch Gewitter im Horrorspiel ist toll. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Das hier. Ach, das ist sowieso das, wo das halbe Klingelschild fehlt. Der wird jetzt belästigt hier. Hallo? Bein tropft. Tür aufmachen? Nein. Ja, nun. Niemand hat die Tür aufgemacht. Geh runter in die Wohnung und ruf den Schlüsseldienst an. Dein Wohnungsschlüssel, Eingangsschlüssel, Kellerschlüssel, Schlafzimmerschlüssel. Ich kann mein Schlafzimmer abschließen. Diese Erkenntnis ist ja jetzt klasse. So, man muss auch ganz genau hingucken, wo man hingeht, deswegen gucke ich runter, ne? Nur deswegen. Hallöchen. Hoppöchen. Mailbox, leider haben wir heute geschlossen. Ja, toll. Nun? Was soll ich jetzt nun machen? Der Schlüsseldienst hat samstags geschlossen. Es gibt auch andere Schlüsseldienste mit Notschlüsseldienst und so. Nimm den grünen Eimer aus der Putzkammer und stelle sie unter das Leck in... Okay, die Eimer wahrscheinlich. Das ist aber eine sehr gute Erkenntnis übrigens, dass ich mein Schlafzimmer abschließen kann. Das werde ich auch schön machen jetzt nächste Nacht. Wenn es noch eine nächste Nacht gibt, ich weiß ja nicht. Oh ja. Tolle Geräusche. Hier ist niemand, ne? Nein. Gut. Die Frage.
Frag mich, ich lasse die Tür auf. Dann kommt da nicht wieder so ein Jumpscare. Hoffe ich. Ja. Hört sich ganz toll an. Oh, na? Und du so? Geht's dir nicht gut? Nein? Das glaube ich dir. So, ich müsste da mal durch, bitte. Danke. Ich fand das sehr mutig von mir. So, guten Tag. Ich habe hier ein paar Eimer mitgebracht. Was ist mit den Bildern los? Okay. Deswegen kann ich hier bestimmt auch rein. Die hat immer noch die Fenster auf, ne? Es regnet hier auch rein, weißt du? Überall regnet es rein, aber sie regt sich über das... Ja. Das Tropfen da. Auf. Man kann das Tropfen heute nicht mehr stoppen. Es wird nahe Zeit, nach unten in die Wohnung zurückzugehen. Oh ja. Da bin ich richtig begeistert von. Kann... Machen Sie bitte auch wieder Ihre Tür zu... Achso, haben Sie schon. Sehr gut. Na? Oh, Sie sind auch gar nicht gruselig oder so, ne? Dürfte ich mal bitte durch? Zwei Glühbirnen fehlen. Ersetzen Sie die Glühbirnen hier im Treppenhaus und... Die am Ende meines Stockes. Oh Gott, unbedingt. Heute sind die Bewohner auch wieder anstrengend, ne? Wie haben die denn, wie sind denn auf einmal zwei Glühbirnen kaputt gegangen, bitte? Wie funktioniert das denn? Also, dass mal eine kaputt geht, aber zwei? Wie soll das gehen? Muss ich das auswechseln? Nein, muss ich die auswechseln? Die muss ich auswechseln. So, und am Ende ihres Stockes. Natürlich, ganz oben. Ich freue mich. Ich bin da. Hä? Ist doch nix. Ist denn hier was kaputt? Frau aus A2 hat gesagt, dass zwei Glühbirnen fehlen. Eine Glühbirne im Treppenhaus und eine andere am Ende des oberen Stockes. Nein. Fehlt keine. Jetzt fehlt hier eine. Oh Gott. Warum? Warum ist das so? Warum machen die das so? Geh nach Hause. Gut, davor habe ich mich jetzt nicht so sehr erschrocken. Job nicht mehr so gerne machen jetzt auf einmal, ne? Habe ich mir das gerade eingebildet oder war da wirklich gerade was oben? Ich habe keine Ahnung. Hier nehmen wir das Licht an. Ich klingel. Vielleicht macht mir ja jemand meine eigene Haustür auf. Alle Lichter aus. Ich würde gerne vorher deinen Wohnungsschlüssel definitiv meine Wohnung abschließen. Was habe ich noch für Schlüssel? Schöne. So, nee, mein Wohnungsschlüssel, Eingangsschlüssel, Kellerschlüssel, Schlafzimmerschlüssel. Und ich würde sowas von gerne mein Schlafzimmer abschließen. Bei diesen gruseligen Bewohnern hier im Haus. Ach nee, ich kann das ja gar nicht. Vorher gucke ich in den Schrank. Keiner da. Unter dem Bett. So die üblichen Verdächtigen. Oder, ne, so die, ne. Schlafzimmerschlüssel. So, mach alle Lichter aus. Aber ich wette fast, das Spiel rechnet damit, dass man jetzt alles abschließt. weil die Tante ja im Ding steht. Und irgendwas denken die sich bestimmt aus. Ich will es nicht wissen. Nein. Na?
Auf. Tür ist zu. Das gefällt mir. Der Sturm ist immer noch, leider. Wie? Es ist 10 nach 4. Ich hab das gehört, ne? Das gefällt mir gar nicht. Für meinen Schrank. Da ist nichts. Nein. 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 Hier kann keiner rein. Ich habe abgeschlossen. Was soll das denn? Geh durchs Fenster raus. So. Ich will da nicht hin. Was soll denn das? Leute. Ich höre das doch. Wo sitzt er denn? In meinem Schrank oder was? Jetzt bereue ich es, dass ich abgeschlossen habe. Und das ist genau das, was ich meine. Schlafzimmerschlüssel. Wieder der mit seinem Asthma gewesen, glaube ich, ne? Wieso ist das Fenster auf? Ich habe das Fenster definitiv zugemacht. Ich habe es definitiv zugemacht. Das finde ich jetzt nicht so witzig. Schau dich im Haus um, um zu sehen, was für Aufgaben es gibt. Oh ja, unbedingt. Man merkt, ich liebe sowas, ne? Wohnungstürschlüssel. Aber ich habe gedacht, so Halloween kann man es ja trotzdem mal machen. Und das Spiel geht ja jetzt zum Glück noch. Es gibt ja wesentlich schlimmere. Und warum? Warum steht da ein übergroßer Pullover? Ich mache erstmal hier die Tür zu. Kann ich die Tür vielleicht auch abschließen? Wohnungstürschlüssel. Natürlich, gut. Das gefällt mir. Tach. Eine Schneiderpuppe steht im Flur. Finde den Besitzer. Klingel bei den Mietern und frage sie. Hm? Hier ist nichts und niemand? Nein, gut. Gut. Als wenn das eine alltägliche Aufgabe von dem Hausmeister ist, aber dass da Schneiderpuppen mitten im Flur stehen. Na gut. So, gehen wir erstmal hier klingeln. Den Stock, den finde ich noch in Ordnung. Hallo? Sind Sie zu Hause? Ich würde sagen, nein. Hallo, sind Sie zu Hause? Ebenfalls nein. Ist hier jemand zu Hause, bitte? Natürlich nicht. Die nettere ältere Dame Huber heißt sie? Huber. Aha. Sind Sie zu Hause? Die ist immer zu Hause. Ach nö. Soll ich ein Stockwerk hochgehen? Das freut mich aber. So, ja dann. Oh, wieso ist das Licht an? Keiner zu Hause. Und jetzt ist bestimmt dort hinten jemand zu Hause. Wollen wir mal wetten? Der hört sich ja nicht. Der nimmt bestimmt nur ein Bad, ein ausgiebiges Bad. Und deswegen tropft das auch runter zu Frau Huber. Hieß die Huber? Seibel? Das sind sehr deutsche Namen, ne? Köhler. Hallöchen.
würde sagen, er möchte nicht mit uns sprechen. So, bei dem möchte ich ungern klingeln. Wir können nicht mal seinen Namen lesen. Auch keiner da. Niemand weiß etwas über die Schneiderpuppe. Bringen Sie in die Garage. Naja, wir haben mit dem nicht mal geredet. Ich bin misstrauisch, ne? Was uns hier erwartet. Sie ist weg, ne, doch nicht. In die Garage. Nein, lass das! Ich hasse das! Gut, hat sich erledigt, ne, würde ich sagen. Die bringt sich schon selber in die Garage. Zeit, die Garage zu fegen. Hol den Handfeger aus der Putzkammer. Drücke C und B. Okay. Sag ich ja, die hat sich selbst in die Garage geholt. Auch gut. So, ich gehe aber definitiv nicht durch den Keller in die Garage. Tut mir leid, da müssen wir jetzt durch. Ich gehe außen rum. Bei diesem wunderschönen Wetter kann man doch auch mal spazieren gehen. Schöne Luft genießen. Das schöne Sommergewitter, das laue genießen. Ne? Weiß nicht, draußen fühle ich mich ein wenig sicherer. Da ist bisher noch nicht so viel passiert. Passiert immer nur drinnen was. Deswegen dachte ich mir, wir gehen jetzt mal aus und habe ich überhaupt die Taschenlampe? Ja, die Taschenlampe ist fleißig an, sehr gut. Anscheinend gehen die Batterien also nicht aus. Ja, sicher. Dass die Taschenlampe an ist. So. Garage ist auch offen. Sehr gut. So hat auch noch alles. Wie von wegen was? Schlüssel benötigt. Nimm doch den so lange. Dann kann ich dem nicht helfen, ne? Das Licht schön an. Auffegen. Da hupt gleich wieder das Auto. Der hat dann eindeutig eine kaputte Alarmanlage. Hatte ich auch mal bei einem Auto tatsächlich. Da war die Alarmanlage tatsächlich kaputt oder ich habe keine Ahnung, was da im Endeffekt kaputt war. Aber der fing dann immer mitten in der Nacht an zu hupen. Hat unsere Nachbarn sehr gefreut. Die waren immer sehr begeistert davon. Also, ich auf jeden Fall. Haben wir mal böse Nachrichten gekriegt. Dein Auto hupt schon wieder. Noch irgendwo ein Blättchen, was wir auffegen müssen. Blätterchens, wo seid ihr? Noch mehr Blätterchens. Aber nicht. In so einer Tiefgarage ist es da nicht sinnvoller, da einen Bewegungsmelder einzubauen, anstatt für 5 Minuten oder nicht mal 5 Minuten, für 2 Minuten das Licht anzumachen, sodass es dann wieder ausgeht. Oder gefühlt in dem Spiel nur 10 Sekunden. Blätterchens, wo seid ihr? Ich hab keine Ahnung. Jetzt an zu singen, weil ich angespannt bin, glaube ich. Um mich abzulenken. Nein! Lass es! Das muss doch nicht sein! Ich habe
nicht hingeguckt, wenn ich ehrlich bin. So, wir gehen auch wieder außen rum, ne? Bring den Handfeger zurück in die Putzkammer. Okay, machen wir. Das war doch klar, dass da wieder irgendwas kommt, ne? So, das laue Sommergewitter hält immer noch an. Sehr schön, sehr schön. Ja. Kann man auch mal eine Runde spazieren gehen. Aber ob das Spiel das bedenkt, dass ich vielleicht außenrum gehe, also dass Spieler außenrum gehen könnten. Ich traue dem Spiel so vieles gerade zu, ne? Dass man das Spiel nicht überlisten kann, wobei ich erschrecke mich eigentlich auch vor quasi allem. Ich denke immer noch bei diesem... Ja, gleich. Ja, komm gleich ans Telefon. Ich muss hier erstmal was zurück in die Besenkammer bringen. Zack. So, vielleicht ist es der Schlüsseldienst. Ich weiß es nicht. Aber wir haben abgeschlossen, ne? So, Schlüssel. Wohnungsschlüssel. Achtung, ich komme. Wohnart 2. Ich habe hier kein Warmwasser mehr. Kümmern Sie sich darum. Oh, nö. Ich muss in den Keller. Haben die Hausmeister eigentlich auch jeden Tag so einen gruseligen Job? Ist das so tatsächlich? So, wir sind wieder fleißig und schließen auch wieder schön ab. So wie sich das gehört. Dann gehen wir hier lang. Warum ist die Kellertür offen? Hab ich sie aufgemacht? Ich weiß es nicht mehr. So, das war der Waschkeller. Und das dürfte der Heizungskeller sein. Naja. Gut, wir gehen erst einmal ab, ob hier irgendwas Gruseliges ist und lauert. Nein. Machen auch die Tür zu, besser ist. So, warum haben wir kein warmes Wasser mehr? Ja, wenn es da drinnen brennt, dann würde ich auch sagen, ist nicht gut. Ah, doch, soll brennen. Gut. Aha, so ein Spiel. So. Jetzt haben wir keinen Strom mehr. Ist es das echt jetzt? Nicht wirklich, ne? Bring den Müll raus, nimm den Müllbeutel unter der Spüle in deiner Wohnung und schmeiß ihn in die Mülltonne im Schuppen vor dem Haus. Na, kann ich die Tür wieder zu? Ja, nun? Komm ich da einfach nicht raus, oder was? Kann ich die Tür wieder zumachen? Warum? Muss ich hier rein? Nee, kann ich nicht mal rein. Komme ich nicht raus, oder was? Hä? Ach. Welcher Keller ist das? Der Heizungskeller, natürlich. Ach so, jetzt geht das, ja? Hä? Ich gehe ganz einfach schnurstracks geradeaus, zack. Das fand ich nicht fair. So, ab zu mit der Tür. Nee, die Tür lassen wir auf. So, Engelding. Keiner zu Hause, ist gut. Ja.
Nein, nein. Oh, die. Warum? Lass mich. Nein, hier ist keiner zu Hause. Woher willst du das wissen? Nimm jetzt den Müll hier. Was willst du? Haben Sie den Boiler repariert? Gut. Ja, hab ich. Das war jetzt. Was war denn der Auftrag eben? So, egal, auf jeden Fall. Wir schließen wieder ab. Auch nur, wenn wir kurz Müll rausbringen, weil ich habe die Befürchtung, es kommt irgendwie noch was anderes auf uns zu. Also auf den, an den Müllplatz hier. Ich habe, glaube ich, etwas hinter mir gehört. Einige Leute haben ihre Mülltonnen nicht vors Haus geschoben. Schiebt die übrigen Mülltonnen vors Haus, damit die Müllmänner sie morgen früh holen können. Okay. Aha. Kann ich das auch einfach hier so durchschieben, vielleicht? Oh, das geht doch. Nee, nicht. Schade. Ich hatte Hoffnung, dass das gehen könnte. So, Nummer 1. Unsere Wohnung haben abgeschlossen, weil ich wusste sowas anscheinend schon. Okay, Nummer 2. Aber jeder Bewohner hat auch nicht eine eigene Mülltonne. Das ist doch meistens so ein riesengroßer Müllcontainer, oder nicht? Hier hat jeder seine eigene Mülltonne. Aber ich muss gleich mal überlegen. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doch, kommt hin. Nur wir haben keine eigene Mülltonne dann. Das liegt schon wieder am Blatt. Ich habe doch erst sauber gemacht. Letzte. Was war das? Ich will es nicht wissen. Gruselige Mülltonne, wo ich schon gesagt habe, dass noch irgendwas Ekelhaftes drin ist. Ich höre ein Surren. Und das Surren gefällt mir überhaupt nicht. Surren kommt. Natürlich, wo soll es sonst herkommen? Kann ich da durchgucken? Nee, kann ich nicht. Der Fernseher. Ja, nee, egal. Bewohner D1, bitte kommen Sie hoch. Das Tropfen ist schlimmer geworden. Wenn ich jetzt den Fernseher ausmache, ne? Was ist zur Hölle? Das sieht nicht sonderlich so gesund aus. Ich will nicht. Das wird jetzt langsam echt gruselig. So, die alte Frau aus D1 hat gesagt, dass es jetzt noch schlimmer tropft. Geh hoch und schau es dir an. Zack. Natürlich schließen wir unsere Wohnung ab. Weil wer weiß. Gut, der Fernseher geht trotzdem an, aber. Es war auf jeden Fall diese Fliese, die da unten war, ne, in diesem Video eben. So, hallo.
Oh, Huber. Oh, Huber. Bitte machen Sie auf. Der Hausmeister ist da. Annie, warte mal ganz kurz. Warum kann ich Frau Hubers Tür aufmachen? So viel schlimmer tropft es noch. Was ist jetzt? Das Tropfen wurde viel schlimmer. Okay, kümmere dich sofort darum. Geh hoch zur Wohnung B2. Aber warum ist Frau Huber nicht da? Oh, Frau Huber, ich fühle mich. Gut. Vielleicht sollte mal Frau Huber das Zimmer hier nicht immer zumachen. Das muss das Badezimmer sein, ne? Ich war gerade so auf. Ja, könnte sein. Okay. Wir gehen hoch. Machen da jetzt richtig Ter Terz. In D2. Ja, jetzt nehmen wir allen Mut zusammen. Hämmern dagegen die Tür. Was habe ich da? Ist es hier eigentlich immer dauerhaft Licht an? Ich meine, ich will mich nicht beschweren. Ich finde es gut. Aber ich wundere mich. Ich sag doch, er nimmt ein ausgiebiges Bad. So. Hallo, Herr Unbekannt. Niemand öffnet die Tür. Brich sie auf. Okay. Das. Hier ist ja schön. Bin ich da rein? Ich habe keine andere Wahl, ne? So. Ach so. Guten Tag. Sagen, der Typ ist tot, ne? Nochmal einmal lüften hier. Das ist ja unangenehm hier. Oh, der. Das ist die Tante, ne? Das ist die. Oh, nee. Die steht doch locker gleich hinter uns. So, einmal den Wasserhahn abstellen, bitte. Ruf einen Rettungswagen. Ja, ich. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, man kann hier nicht mehr wirklich helfen. Aber die Tante ist doch die ganze Zeit schon bei uns gewesen. Das ist doch die Gruselige. Vielleicht hat sie auch noch auf sich aufmerksam gemacht. Und wir haben ihre Hilferufe nicht verstanden. Doch da jetzt locker, oder? Tut, tut. Da muss ja wohl jemand rangehen, oder? Wir sind sofort da. Ja, genau. Geht mal schön vor, das ist gut. Nein. Wer sind Sie? Sanitäter. Ich bin zur Wohnung hochgegangen. Dort ist niemand. Was? Sie wissen, dass Scherzanrufe strafbar sind. Was? Schau nach Wohnung D2. Und auch hier machen wir wieder zack, zack. Ich schließe meine Wohnung ab. Scheißegal, wie lange ich weg bin. Ich traue hier niemandem. Nicht mal Frau Huber. Oben ist das Licht wieder an. Das gefällt mir. Ich hoffe, es ist ein Bug. Und das hat nichts mit irgendwelchen gruseligen Einheiten hier zu tun in dem Spiel.
Und ich will mit dir wetten, wenn ich hier jetzt reingehe. Da ist doch jemand eindeutig. Bewegt sich nicht, schade. Ich wette mit dir, wenn ich jetzt hier reingehe, da geht die Tür zu, ich wusste es. Ah, so, schön. Jetzt ist hier auch keiner mehr. Na, das ist doch schön hier. So, gibt es keine Handys? Kann ich nicht hier endlich mal das Wasser abstellen? Damit Frau Huber wieder beruhigt sein kann. Nein. Hier so eine Kerzenlicht. Ach so, ich kann es ausmachen. Ja, das ist ja beruhigend. Muss hier rein, ne? Ich will nicht gucken. Ich will gar nicht sehen, was die hier veranstaltet. Was ist das? Was ist das? Ist das Holz? Die da. Ja, man sollte schon seine Bewohner genau aussuchen, auf jeden Fall, ne? Hat die den. Die hat die auch noch Zahn gemacht. Ja, und jetzt kommt das nächste Zimmer, ne, würde ich sagen. Komm ich schon wieder raus? Theoretisch. Will ich noch sehen, was in dem anderen Zimmer drin ist? Geht nicht das Licht an. Nö, gehe ich auch nicht rein dann, ne? So. Zumachen den Bums, ja. Sag mal. Spinnt ja wohl. Die steht jetzt locker auf dem Treppen. Die steht jetzt hier gleich irgendwo. Die ist ja auch weg jetzt. Ja, der Job macht einen verrückt, ne? Klar, das Telefon klingelt. Bei uns? Nein, nicht bei uns. Oben. Bei wem denn hier? Ja, entschuldigen Sie, Ihr Telefon klingelt. Ist Frau Huber noch da? Nur so als Frage. Jetzt muss das Tropfen doch aber aufhören, oder nicht? Frau Huber, was ist mit Ihnen los? Tropfen müsste jetzt aufhören. Ich habe die Ursache beseitigt. Ich gehe da mal hin, ne? So. Ich guck mir die jetzt nicht so. Wer ist das? Ist das diese? Geh nicht nach unten. Okay. Dann gehe ich jetzt nicht nach unten. Hä? Das ist mein Wohnungsschlüssel. Jetzt. Im Keller gab es einen Rohrbruch, alles ist unüberschwemmt. Das war auch schon so. Ups.
Deswegen sagt sie, wir sollen nicht nach unten gehen. Alles klar. Aber das ist leider mein Job und ansonsten geht das Spiel nicht weiter. So, Augen zu und durch, ne? Das ist nun wirklich überschwemmt. Was wir machen können. Kümmere dich darum. Ja, aber wie? Okay, da steht jemand total auf Wasser, würde ich fast behaupten. Ist hier etwas um die Ecke? Wer ist das? Mach auf. Was? Hä? War das ein Traum? So, wir sind oben gemacht oder was? Lauf weg, okay. Ja, witzig. Sollen wir da weglaufen? Ich kann nicht laufen. Nicht weglaufen. Hä? Jetzt aber wahrscheinlich, ja. Wir haben den Kellerschlüssel. Können wir das auch wieder einschließen? Natürlich nicht. Noch weiter weglaufen, okay. Kann ich nicht schneller laufen, bitte? Hä? Wo ist die Tür? Hä? Was? Wie? Keine Tür. Die Tür war doch eindeutig weg, ne? Und natürlich müssen wir hochlaufen. Was auch sonst? Wir hätten mal Scheiße. Verstehe ich jetzt nicht. Was? Wo sollen wir hin? So, jetzt nochmal auf jeden Fall weglaufen. Dann gehen wir mal links rum. Hier kommen wir ja auch in den Linkskeller, ne? Was? Muss ich vor irgendeinem Viech weglaufen oder was? Oh, da oder nicht? Oh, da! Das das? Warum stehen hier plötzlich keine Autos mehr? Hier stehen doch noch Autos. Da, es geht auf. Geht auf. Komm raus. Puh.
Wieso kann ich nicht laufen? Okay. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt war. Man sieht ja auch nichts. Es ist ja auch so dunkel. Aber wir laufen auf jeden Fall weg. Lauf weg. Wohin? Müssen wir nicht nochmal an dem Haus vorbei. War das jetzt richtig oder war das falsch? Vielen Dank, dass du mein erstes Spiel gespielt hast. Ja, gerne. Wenn du das hier auf YouTube, Twitch schaust und das Spiel noch nicht selber gespielt hast, bitte überleg dir, das Spiel zu kaufen. In diesem Spiel gibt es zufällige Ereignisse. Deshalb wird dein Playthrough ein bisschen anders sein als dieser. Genau das gleiche kann ich auch nur sagen. Ja, das war jetzt Hausmeister. Mit sehr stressigen Mietern und Jumpscares. Und das Ende war ein bisschen merkwürdig. Ich habe mich schon gefragt, wie er da rauskommen möchte. So, okay. Aber war okay, also ich fand das Spiel jetzt nicht schlecht. Die Grafik war natürlich so, nee. Aber ich fand jetzt so im Allgemeinen das Spiel wirklich nicht schlecht. Also ich würde jetzt auch eine positive Steam-Rezension dalassen. Ne? Gut, ich sag vielen Dank fürs Zuschauen bei Mal ein Spezial. Und ich sag, ja, dann bis zum nächsten Spiel. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Halloween und ich sage Tschüss.